Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Update zum Thema Island-Vulkan. Ja, was ist denn jetzt momentan auf der Insel los? Also wir haben ja die sogenannte Spalteneruption, die zieht sich ja über die 300 Meter lange Spalte mit mehreren Kammeröffnungen, also mehreren Schloten, wo Material austritt. Es wird momentan geschätzt, dass ungefähr pro Sekunde 30 bis 40 Kubikmeter Material ausgestoßen werden und was mich gerade auch so ein bisschen verwundert, ist halt, dass die Bebentätigkeit sich auf jeden Fall zurückgezogen hat etwas und die hält sich jetzt auch schon ein paar Tage wacker, beziehungsweise ja, also ein paar Tage immer so auf einem gleichen Level, ne? Ja, die Bebentätigkeit, die war vorher anhand der Schwarmbeben wirklich schon sehr, sehr hoch gewesen und die hat sich meiner Meinung nach jetzt, ja, ist jetzt nur ungefähr ein Drittel mal so viel Erdbeben, beziehungsweise schon fast ein Viertel mal so viel wie bei den Schwarmbeben. Und auch die Bebentätigkeit an, also die Erdbebenstärke an sich ist auch stark zurückgegangen. Wir haben jetzt hier viele Erdbeben, die zwischen 0,5 und 1,0 liegen und vorher hatten wir die ja weit über 1,0 gehabt und ja, das ist auf jeden Fall jetzt eine Sache, das kann man schon im Auge behalten. Entschuldigung, es ist nichts Ungewöhnliches, das kann echt mal vorkommen. Es kann jetzt auch tatsächlich passieren, dass die, weil die Vulkanaktivität trotz immer noch sehr hoch ist, kann es trotzdem halt immer noch passieren, dass dieses, ja, die stärkeren Schwarmbeben dann auch wirklich wieder anfangen. Es kann jetzt sein, dass sich das Material wirklich insoweit verflüssigt hat, dass weniger Erdbeben ausgelöst werden und es kann auch noch viele andere Faktoren beinhalten. Es kann auch natürlich sein, dass ja, dass der Vulkan sich jetzt tatsächlich noch auf eine stärkere Eruption vorbereitet. Ne, dies bedeutet, die Schwarmbeben, die setzen sich dann halt ein bisschen und das Material sammelt sich in wahrscheinlich verschlossenen Kammern. Das kann sich aber auch unterschiedlich deuten. Ne? Also da muss man aufpassen, weil es kann natürlich auch sein, dass der Vulkan jetzt langsam Richtung Ende geht. Es kann aber auch sein, dass der Vulkan sich auf eine größere Eruption vorbereitet. Und das muss man jetzt, wie gesagt, im Auge behalten. Und da sind die Seismologen und die Vulkanologen ständig mit beschäftigt. Die sind jeden Tag nonstop auf der Insel, auch nachts und da wird ständig gemessen und was da halt immer rauskommt, das muss man jetzt, wie gesagt, im Auge behalten. Ich werde euch auf jeden Fall auf meinem Kanal darüber weiter auf dem Laufenden halten und ihr werdet auch täglich in meinen Livestreams, die jeden Abend ab 18 Uhr beginnen, wo ihr auch gerne reinkommen könnt. Da sind wirklich auch Leute vom Fach mit drin, die sich sehr, sehr gut damit auskennen, noch besser wie ich und da könnt ihr euch dann auch informieren und auch Fragen stellen. So, und das werde ich jetzt auf jeden Fall weiter beobachten. Also wie gesagt, es kann auf vieles hindeuten. Und diesbezüglich werde ich euch dann weiter informieren. So, und an der Stelle bin ich dann auch raus, meine Lieben. Und ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Für alle die, die meinen Kanal noch nicht kennen, ihr könnt meinen Kanal gerne für euch kostenlos abonnieren und auch das Video natürlich liken und interagieren. Das würde mich sehr unterstützen und mich sehr freuen, weil ich mache mir natürlich auch die viele Arbeit, weil es mir Spaß macht und euch damit zu unterhalten und euch darüber zu informieren, was momentan weltweit anhand unserer Vulkane und Unwetter im Allgemeinen los ist auf der Welt. So, meine Lieben, an der Stelle bin ich raus. Macht es gut. Euer Patrick von Lidum Produktion. Auf Wiedersehen.